Hannover genießt deutschlandweit den Ruf, das beste Hochdeutsch zu haben. Also vor allem eine reine, normgerechte Aussprache zu verwenden. Wenn ihr aber genau hinhört, benutzen auch Menschen in Hannover manchmal den Zug und nicht den hochdeutschen Zug. Stimmt dieser Mythos dann also? Und vor allem, wie kann man das erforschen? Das und mehr erzähle ich in meinem Vortrag am Tag der offenen Tür.